Hallo Leute, willkommen zurück zu meiner Warptorio-Serie, wo wir uns letztes Mal hier auf diesem Planeten niedergelassen haben. Und nun müssen wir ein paar Dinge machen, um sicherzustellen, dass das auch so funktioniert. Denn wir werden diesen Planeten verlassen, werden aber wieder zurückkommen. Das heißt, wir wollen hier außenrum eine Mauer ziehen. Das heißt, die Mauer will dann auch verteidigt werden, wenn wir weg sind. Das heißt, wir brauchen auch Strom. Drum denke ich, gehe ich erstmal in den Keller und stelle da sicher, dass wir hier hinten Dinge produzieren, die wir hierfür brauchen. Also, wir werden einen Kernreaktor bauen. Für einen Kernreaktor, ich denke, die Reaktoren selber, die können wir von Hand bauen, wenn wir die Materialien haben. Aber wir brauchen ein paar hiervon. Wir brauchen ein paar hiervon. Und wir werden einige hiervon benötigen. Wird geliefert, wird geliefert, wird geliefert. Ich denke, die Stack zu 10. Decken zu 50. Gut, was brauchen wir sonst noch, was wir noch nicht haben? Wahrscheinlich ein paar Zentrifugen. Ein paar Chemiefabriken. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel. Zentrifugen auch nicht. Gut. Das sollte nun anlaufen, bis wir wieder zurück sind. Denn was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen auf eine Rundreise und stellen sicher, dass wir alles im Blick haben. Denn die Einstellungen, die ich zu Spielbeginn gemacht habe, sind derart, dass sich die Aliens nicht ausbreiten sollten. Wenn das Gebiet via Radar abgedeckt ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch funktioniert, weil wir sind ja nicht auf der unserer ersten Welt geblieben, sondern sind 92 Mal gesprungen. Und weiß nicht, ob die Settings so übernommen werden. Wir werden, ich denke, hier hinten eine Mauer ziehen, da oben eine Mauer. Das heißt, wir müssen bis da hinten raus
die Radare platzieren. Und das ist der erste Teil. Sobald wir das haben, haben wir dann ja auch mehr oder weniger das gesamte Gebiet abgedeckt mit Strom. Was dann sein kann, ist, dass wir zu wenig Strom haben. Irgendwo haben wir hier einen Unterbruch in der Leitung. Ja. Dass wir dann zu wenig Strom haben, aber bis zu dem Punkt sollten wir dann ja genügend Material im Keller gebaut haben, um einen zweiten Atomreaktor, den wir auf der Oberfläche platzieren, den hinstellen zu können. Jetzt gehe ich mal hier nach oben. Und ich denke, das muss ich einfach durchgehen. Ah, das sehen wir. Da haben sich schon wieder welche ausgebreitet. Wahrscheinlich gehen wir mir da bald die Strommasten aus. Gut, ich werde das Gebiet abdecken. Und dann können wir mit dem Reaktor weitermachen. Und dann mit der Mauer Folge abschließen. Wir haben nun fast alles mit Radaren abgedeckt und mit den zusätzlichen Radaren brauchen wir auch einiges an zusätzlich Strom. Das heißt, ja, und die letzte Forschung ist auch durch. Dann gehen wir doch ein bisschen hier rein in die Unendlich-Forschung, machen auch da noch was und jetzt können wir die auch in eine Queue einreihen, sodass wir uns nicht mehr ständig drum kümmern müssen. Aber wie gesagt, unser Nuklearreaktor im Keller, der mag gerade noch so Schritt halten. Drum denke ich, wir brauchen was Größeres. Und weil wir hier drüben ein Uranerzfeld haben, denke ich, okay, wir könnten den ja hier hinpacken und dann die Uranverarbeitung gleich mit reinnehmen. Und ich habe da eine Blaupause für einen Achter. Er ist ein bisschen größer. Den packen wir mal hier hin. Und dann lassen wir die Roboter fliegen. Und hier auf dieser Seite, denke ich, brauchen wir etwas Wasser. Für die Pumpen, für alle Reaktoren. Darum macht es vielleicht Sinn, hier eine saubere Kante zu haben, so dass wir sicherstellen können, dass das Wasser da reinkommt. Und wahrscheinlich dauert es ein Weilchen, bis
ist die Bäume weg sind und der Reaktor steht. Und kann die hier jetzt rausnehmen. Und dann hier die platzieren. Und ja. Dann sehen wir, sobald der Reaktor steht, dann müssen wir auch noch dafür sorgen, dass er mit Brennstoff versorgt wird. Das heißt, wir brauchen ein Logistiknetzwerk, das in unsere Base geht, denn dort haben wir die nötigen Brennstäbe. Der Reaktor steht und die Brennstäbe werden auch schon befüllt, ist derzeit gerade dran am Aufheizen. Und mit diesem Setup sehr kompakt, aber doch etwas größer als das 4x4, den wir im Keller stehen haben. Und sobald wir hier dann die Temperatur erreicht haben, 500 Grad Celsius, dann sollten wir hier auch wirklich genügend Power haben, um zum einen hier mehr zu stabilisieren, denn wie ihr seht, da geht der Akku gleich mal in die Knie, wenn wir hier raufdrücken. Wir sind noch nicht bei 10% die Sekunde und da brauchen wir deutlich mehr. Den nächsten Schritt, den wir machen müssen, ist außenrum eine Mauer ziehen, und hier unten, da braucht es nicht viel, da sind wir, verbinden wir einfach von Wasser zu Wasser. Hier ist noch weniger, und dann hier drüben, da ist Wasser, aber hier können wir zumachen, und dann gibt es ein paar Stellen, wo die Mauer wahrscheinlich etwas länger sein wird. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Wir müssen dann einfach auch schauen, dass wir außenrum an der Mauer Strom haben. Logistik, so dass wenn unsere Lasertürme, die an der Mauer stehen, werden dann auch repariert werden können. Und darum sehen wir ja auch Energiewaffenschaden und Robotergeschwindigkeit am Forschen, denn das sind die beiden Dinge, die uns da sicherlich entgegenkommen. Aber ich denke, wir müssen auch entlang den Energieleitungen, den Stromleitungen, da Logistik legen und vielleicht auch ein paar zusätzliche Verbindungen reinmachen, damit wir etwas mehr Redundanz reinbekommen. Und die ersten Turbinen hier laufen an. Und wir sollten gleich sehen, was das mit unserer Energieproduktion macht. Ja, die geht da in die Höhe. Der Reaktor im Keller hatte so in etwa 87 Megawatt. Und wie ihr seht, dieser ist immer noch am Anlaufen. Ich denke,
Ja, da sind erst die ersten drei Turbinen, die da gehen. Und damit sollten wir in der Lage sein, doch etwas mehr und schneller zu stabilisieren. Dann werden wir sehen. So. Es ist nicht immer schlüssig, warum gewisse Turbinen laufen, andere nicht. Denn dieser hätte die nötige Temperatur. Aber offenbar läuft die Turbine nicht. Aber ihr habt gesehen, hier der Akku geht zwar runter, aber sobald er auf Null ist, wird er ziemlich schnell wieder aufgeladen sein, so dass wir die Stabilisierung hier auf ein höheres Niveau bringen. Und der Akku ist gleich aus, das heißt, die Stabilisierung geht weg und dann wird der Akku wieder aufgeladen. Und sobald der wieder oben ist, können wir die nächste Runde drehen. Doch dass wir ja auch mehr Energie produzieren, so an die 700 Megawatt, bekommen wir da natürlich auch mehr raus. Gut, ich glaube, ich muss mal mein Inventar ein bisschen aufräumen und dann können wir schauen, was wir da mit den Mauern machen. Für die Außenverteidigung habe ich hier etwas gesammelt. Dann wollen wir mal schauen, was sich da machen lässt. Wenn wir da nach oben marschieren, müssen wir sicherstellen, dass wir Logistik mitnehmen. Und praktisch bei jedem Strommasten. Wir was. Da oben haben wir schon mal die Logistik vernetzt, so dass wir nun damit beginnen können, hier auch eine Mauer zu ziehen. Frage ist, wenn wir hier etwas Wald haben im Hintergrund, dann denke ich, sollten wir den ein bisschen aufräumen, damit wir auch sehen, was denn hier so abgeht. Die letzten Lasertürme hier oben werden nun gerade platziert. Und wenn wir auf die Karte schauen, das mal rausnehmen und das hier sind die. Okay, das ist doch ein ganzes Stück, das wir nun verteidigt haben. Wenn wir schauen, die Lasertürme sind nun hier beim Verbrauch an dritter Stelle hinter dem Raketensilo, den Radaren, und ich denke, wir haben 800 Lasertürme platziert
mehr als doppelt so viel Mauern. Und vielleicht würde es sogar Sinn machen, die Mauern zu verstärken. Doppelte Mauer. Aber das braucht Material. Und das hier war zwar eines der größeren Stücke, die wir über Land bauen. Hier hinten, da sind es kleinere. Aber auch die müssen gebaut werden. Und ich denke, das mache ich zwischen dieser Folge und der nächsten. Und dann können wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, was brauchen wir denn sonst noch hier auf diesem Planeten, bevor wir mit unserer Plattform weiterziehen können, so dass die ganze Infrastruktur, die wir hier haben, dass die funktioniert. Also, bis dann und tschüss!